Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was ein Ringpuffer ist, auf Englisch genau das gleiche Ringbuffer. Ein Ringpuffer ist sehr interessant und sehr nützlich, wenn wir sehr viele Daten speichern wollen in einem relativ kleinen, restriktierten Gerät, wie zum Beispiel ein Smart Home Gerät, ein Internet of Things Gerät. Und dabei wollen wir die Daten zwar immer dabei behalten, aber der Platz ist eben restriktiert. Ein Ringbuffer funktioniert ganz einfach. Ich habe es mir hier schon ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich es erstmal repräsentiert tatsächlich als ein Ring. Man kann sich das so vorstellen, dass man irgendwo natürlich erstmal anfangen möchte. Und dieser Ring besteht aus einer bestimmten Anzahl von Speicherplätzen. In meinem Fall sind das genau 8. Das ist natürlich sehr wenig. Aber normalerweise, die Beispiele sind ja auch klein. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Werte speichern möchte, nehmen wir mal an, ich speichere jetzt Temperaturwerte von meiner Umgebung, von meinem Raum hier, dann werde ich genau da anfangen, wo im Moment mein Pfeilchen oder eben ich mir gemerkt habe, dass ich da noch speichern möchte. Und ich werde zum Beispiel hier die Zahl 25 speichern. Es ist zwar ein bisschen warm, aber ich mag es gern warm. Nächstes Mal, wenn ich irgendetwas speichere, dann werde ich natürlich auch dieses Pfeilchen hier auch verschieben. Also das kommt von hier weg. Und ich werde es mir für nächstes Mal merken, dass ich hier bereits speichern muss. Und nächstes Mal, wenn ich was reinspeichere, nehmen wir an, es ist sogar noch wärmer geworden. Es ist jetzt 26 Grad. Und so weiter und so fort. Ich werde jetzt erstmal dieses Pfeilchen hier wegnehmen, um Ihnen etwas anderes zu zeigen. Nehmen wir mal an, wir speichern jetzt glücklich unsere Werte. 25, 24, 23, wieder eine 23, vielleicht eine 24, vielleicht wieder eine 23. Und jetzt habe ich tatsächlich das Problem, dass mein Ringpuffer bereits voll ist und stellt sich die Frage, was mache ich jetzt damit? Um eine gewisse Plausibilität der Daten beizubehalten, im Sinne von, ich habe immer die letzten x Werte dabei und parat, macht man eben nicht, dass man den letzten Wert einfach stupide überschreibt oder man löscht auch natürlich nicht alles, sondern man überschreibt die ältesten Werte. Und hier kommt jetzt genau diese Ring-Idee zur Geltung. Denn der älteste Wert, den ich habe, ist eigentlich diese 25 an der Stelle 0. Das heißt, genau an dieser Stelle muss ich jetzt anfangen zu überschreiben. Und ich werde das auch machen, indem ich die 25 hier wegnehme und stattdessen den neuen Wert, den werde ich mir jetzt aber blau anmalen, zum Beispiel von 23 reinschreiben. Nächstes Mal, wenn ich da weitergehe, sozusagen wird es wieder alles mit Blau überschrieben und so weiter und so fort. Das heißt, immer überschreibe ich die ältesten Werte und die neuesten X-Werte sind immer da und bereit für irgendwelche Berechnungen oder Anschauen und so weiter. Wie programmiert man jetzt so einen Ringpuffer? Natürlich kann man keine Ringe richtig im Computer repräsentieren. Das heißt, wir werden uns wieder mit einem ganz einfachen Array behelfen. Wie sieht es in diesem Fall dann aus? Ein ganz einfaches Array besteht letztendlich aus genauso vielen Speicherplätzen, wie ich es davor auch hatte, wie zum Beispiel 8. Und die Indizes sind wieder von 0 bis 7. Eben der Ring ist aber auseinandergezogen. Das heißt, ich kann es nicht als Ring mehr repräsentieren und für diese Ring-Eigenschaft muss ich jetzt noch sorgen. Im ersten Moment sieht es genauso aus. Ich kann hier irgendwelche Werte speichern, sagen wir mal 10, 11, 9, 8, 7, 10, 13, 4 und so weiter. Und im Moment, wo es voll ist, dann muss ich von vorne anfangen. Das ist eine relativ elementare Operation und das zeige ich Ihnen auch gleich, wie man das im Allgemeinen eigentlich auch programmiert. Als allererstes ist es wichtig, sich dieses Array natürlich zu definieren. Das heißt, damit fangen wir schon mal an. Und zwar werde ich sagen, das ist ein Buffer von der Sorte int und das wird genau 8 Plätze haben. Und was noch wichtig ist natürlich, ist, dass ich mir merke, wo ich nächstes Mal eigentlich einen freien Platz zum Schreiben habe. Im allerersten Moment, wir werden das Index nennen. Beim Initialisieren von einem Ringpuffer ist es ganz klar und deutlich, es ist ganz vorne bei der 0. Wenn ich jetzt eine Funktion mir definiere, sagen wir mal eine void
Push. Natürlich möchte ich hier auch einen Parameter geben und dieser Parameter heißt natürlich irgendein Wert, also sagen wir mal Value. Was passiert jetzt in dieser Funktion? Eigentlich ist es ziemlich einfach. Ich weiß, da wo Index ist, darf ich reinschreiben. Das heißt, ich werde einfach in Buffer Index, das soll hier quadratisch sein, ist gleich Value. Damit habe ich es bereits gespeichert. Und ich muss natürlich Index einmal inkrementieren. Index plus plus, wissen wir schon bereits, macht einfach Index plus 1 und speichert es wieder in Index rein. Das heißt, wenn ich jetzt am Anfang wäre, würde Index jetzt 1 sein und an der 0. Stelle hier würde ich meine Value reingespeichert haben. Und jetzt muss ich eben für diese Ring-Eigenschaft sorgen. Was passiert jetzt, wenn Index rausgesprungen ist? Nehmen wir an, wir waren hier ganz am Ende schon angekommen und ich habe die 4 gerade reingespeichert und jetzt ist Index eine 8 geworden. Das heißt, ich muss mir hier überprüfen, ob Index nicht größer gleich 8 geworden ist. Und wenn das der Fall ist, muss ich einfach Index auf 0 wieder setzen. Und damit ist meine Funktion auch fertig. Das ist wahrscheinlich die einfachste Datenstruktur, die man sich vorstellen kann. Der Vorteil ist eben die Einfachheit und dass man dafür sorgt, dass immer die letzten Werte da sind und nicht die ältesten Werte da sind. Und wenn man überschreibt, dass man tatsächlich die ältesten Werte auch überschreibt. Eine Sache bleibt so ein bisschen unklar. Kann ich denn irgendetwas aus diesem Ringpuffer wieder rausnehmen? Normalerweise nicht. Also das ist nicht wirklich die Idee von einem Ringpuffer, dass man einzelne Elemente wieder rausnimmt. Sondern wenn man ihn löscht, dann löscht man ihn komplett. Also man leert ihn einmal komplett und danach fängt man wieder von vorne an. Noch so ein kleiner Tipp ist es, ganz am Anfang von dem Füllen des Ringpuffers ist es wichtig zu beachten, dass eben nicht alle Elemente bereits gespeichert sind. Das heißt, es kann sein, dass hier in den hinteren Reihen sozusagen eigentlich noch gar nichts gespeichert ist. Für solche Fälle, um sowas zu erkennen, ist es sehr nützlich, irgendwelche Spezialwerte zu benutzen, wie zum Beispiel minus 1 oder 0, wenn sie in den normalen Werten nicht vorkommen sollte, um eben bei der beim Auslesen von allen diesen Werten zu wissen, dass es eben keine richtigen Werte sind, sondern immer noch sozusagen der Ringpuffer halb leer ist. Das war's mit Ringpuffern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Danke!